Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Und ja, wir haben das letzte Mal hier diesen Blutdrachensoldaten besiegt, den immer noch hieß. Oder hieß der Blutdrachensoldat? Ich weiß nicht mehr genau. Den haben wir besiegt. Und zwar auf eine epische Weise. Wir haben ihn einfach immer wieder beschossen. Ganz schlecht eigentlich, um ehrlich zu sein. Aber wirkungsvoll, einfach mit Pfeilen abgeschossen. Vielleicht sollten wir unseren Bogen nochmal stärker machen, denn damit könnten wir, glaube ich, mal ordentlich was reißen. Goldene Rune. Noch mal gut gebrauchen. Ja. Also ich muss schon sagen, wir haben da schon jetzt nicht unbedingt... Es war unbedingt nicht unbedingt ruhmvoll, der Sieg. Aber es war ein Sieg. Und das zählt ja auch nur. Damit wir auch vorankommen im Spiel, ne? Springen, versuchen. Wo willst du hinspringen da? Auf dem Boden? Na, okay, warte mal. Ja, hier erstmal, Leute. Gucken, was es hier noch so gibt. Na, hier wollen wir nicht runterspringen. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht viel mehr gibt hier. Das ist, glaube ich, so hier so das Ende. Also man kann da versuchen zu springen, aber ich glaube, man landet einfach nicht da drüben, wo man hin will. Also wenn wir da irgendwie hin würden wollen, was natürlich ziemlich cool ist, wüsste ich jetzt nicht, wie wir da am besten hinkommen. Also am besten aus diesem Schloss hier. Aber das ist ja viel zu hoch, da sterben wir ja sofort. Das sehe ich ja von hier. Wir haben zwar Steine hier unten, aber... Im Endeffekt ist es egal, es ist nicht egal, denn wir haben ein ordentliches Batzen von Runen. Wenn wir sterben, müssten wir die erstmal wiederholen, was auch sehr nervig wäre. Wir werden da schon irgendwie hinkommen. So, erstmal laufen wir jetzt wieder zurück. Zur Not, wenn wir nicht wissen, können wir es nachher nochmal probieren, hier hin zu jumpen. Jetzt gibt es hier auch kein... Gibt ja auch gar nichts, was man noch anders machen kann oder so. Ne? Ich guck gerade mal. Ich weiß, dass hier oben auch noch eine Leiche liegt. Hab ich noch nicht gesehen. Aber da können wir nicht einfach hinjumpen. Nee. Zu hoch. Und da können wir auch nicht rüber. Also nee, lass uns einfach mal hier per Portal runter zu den Jüngern. Und zur Not gehen wir nachher nochmal da hoch. Wir müssen ja auf jeden Fall unten nochmal den anderen Kram machen. Und, wenn wir schon mal anderen Kram sind, wir müssen auch noch aufsteigen. So. So, mit dem Rest reisen wir nochmal kurz und zwar an die Oberfläche und zwar zu unserem allseits beliebten Runenschmied, der hier oben ist. Da. Denn wir haben ja einen Dunkelschimmerstein gefunden. Dunkelschimmer, ja genau. Und zwar ein Fünfer. Damit können wir unsere Waffe ja nochmal ein höher machen. Und das sollten wir tun. Gleichzeitig möchte ich gerne unser Schwert auch stärker machen. Wo sitzt denn der? Da ist er. Hallöchen. Waffe verstärken und zwar das Ding. Haut nochmal ordentlich rein, denn. Den Sechser haben wir leider nicht. Aber und hierfür fehlen uns auch Schmiedesteine 2 fehlen uns hierfür. Für den nicht. Aber wir könnten den, das unser Schild stärker machen. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Perfekt. Aber wenn wir doch schon dabei sind, dann können wir da vielleicht bei ihm noch was kaufen. Eigentlich brauchen wir den, ne? Habe ich noch ein paar von den Dingern hier? Ah, das reicht nicht, ne? 2500. Das reicht nicht, aber wir haben es schon mal ein bisschen stärker gemacht. So, und jetzt gehen wir wieder hier zurück und machen hier unten weiter, würde ich sagen. Jemals haben wir einmal stärker bekommen und auch unser Schild sogar stärker. Das ist ja schon mal gut. Ich muss zugeben,
hätte niemals gedacht, dass ihn das Spiel so sehr fesselt, aber das fesselt mich echt ungemein. Ich finde, das ist einfach nur gut gemacht, also spannend gemacht. Und die Open World ist auch wirklich gut umgesetzt. Also die anderen Dark Souls-Spiele, ne, immer noch nicht denken, ich finde die schlecht, gar nicht. Was? Gar nicht denken, dass ich die schlecht finde, bei weitem nicht. Aber das hier ist immer noch eine andere Liga irgendwie. Also gerade eben dieses Open World tut dem Ganzen wirklich sehr gut. Schon mal jemand auf uns geschossen? Das kommt von woher? Gleich mal gucken. Hier irgendwo stehen die überall auf den Dächern, nämlich diese blöden. Ah, guck mal, er da unten. So. Da oben ist noch Feuer, was entzündet werden muss. Ich weiß nicht, ob hier noch einer auf mich schießt gleich hier. Ah, ich wusste das. Schon was gehört, ne? So einige da, wie man sieht. Unten geht das Dreier gespannt. Okay.
Ja, hier noch ein Feuer anmachen. Jetzt haben wir noch einige an Feuer angemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele, aber einige sind an. Ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt noch großartig... Also wie viele Feuer man hier anmachen muss, das ist halt das Problem. Ich weiß es halt nicht. Aber entzündet haben wir jetzt hier auf jeden Fall einige. Aufpassen hier. So, ich weiß doch gar nicht, wo wir sind jetzt hier. Das ist wieder die der Anfangsbereich, oder? Aber die haben wir doch, hier haben wir das doch entzündet. Sind wir nicht von da gekommen? Ich weiß das nicht mehr. Nein, von da sind wir nicht gekommen. Nein, ach Mann, Leute. Das musste jetzt echt nicht sein, gerade hier nochmal zu sterben. Hier sind so viele gewesen, das war so blöd, ja? Das ist wirklich ärgerlich. Aber wisst ihr was, wir haben da hinten gar nicht alles erledigt. Wir lassen mal hier durch die Mitte rennen. Ist hier auch ein Feuer, was man entfachen muss? Na, guck mal hier. Entfachen wir doch das Feuer auch noch hier. Ach, da ist er, okay. Schon einige Feuer entfacht. Wie viel Feuer kann man denn auch hier noch entfachen, ist die Frage, ne?
Das brennt. Und hier ist auch noch ein Leuchtfeuer. Das hatten wir auch schon eingenommen. Aber gehen wir hier hoch. Gucken, was es hier oben gibt. Oh, warte. Karte. Oh, jetzt haben wir eine Karte gefunden. Wie fett ist das denn? Ich kann jetzt die Karte nicht aufrufen, warum deine nicht? Bin ich noch im Angriff oder was? Heilighornland. Ach, guck mal da. Das ist doch gut zu wissen. Da liegt unser Kram, ne? Aber. Gut. Gut, gut, gut. Hier habe ich ein bisschen Angst vor noch mehr Gegnern. Das, was da vorne liegt, ist auch ein Gegner, oder? Noch bewegt es sich nicht. Kopf versuchen. Objekt voraus. Objekt voraus, ja, ich glaube, du hast doch eine Waffe. Blitz voraus benötigt. Wir müssen noch alle Feuer erstmal anhaben dafür. Auf die Karte. Feuer sind aber nicht angegeben hier, ne? Das ist natürlich schade. Weil ich weiß immer noch nicht, wie viele es sind. Hier haben wir auch noch gar nicht genug, weißt du? Wir haben uns sonst ein Getränk genommen, aber... Warte, steht hier? Gibt's da noch... Vielleicht gibt es auch mal einen nützlichen Tipp. Kein Objekt voraus, okay. Wir haben da hinten ja eigentlich alles abgesucht. Dunkelspielstein, okay. Reisen wir nochmal an einen Ort. Mal gucken, wo wir da hinkommen mit diesem Portal. Muss ja auch hier unten irgendwo sein. Mein Gott, das ist echt genial gemacht. Also, ich kann es nicht weiter sagen. Im Wald der Jünger. Bin ich hier? Ach Quatsch, jetzt bin ich... Da oben ist da, wo wir ihn besiegt haben. Und das hier unten ist... Ah, jetzt sind wir genau an der Stelle, wo ich gerade eben noch gesagt habe, da würde ich gerne mal hin. Perfekt. Wir müssen uns hier ein bisschen durchkämpfen, glaube ich. Trampeln immer so viel, die... Süßen. Also erstmal nach unten. Wir machen erstmal unten alles platt. Weil da ist auch eine Höhle oder irgendwas. Ach, ich wollte mich ranschleichen, ist ja Quatsch.
Können wir ruhig ein paar Pfeile fallen lassen. Können wir immer gebrauchen. Okay. Kurz auf die Karte gucken, wir sind da. Ich hätte einfach hier hochreiten können, seht ihr das? Statt mit dem Dings zu fahren. Na gut, was soll's. Wir haben es auch so gefunden. Lass mal hier hoch. So, dann lass uns mal gucken, was wir hier kriegen. Oh, da liegt ein Ball da oben. Duell. Okay, da geht es einfach nur tief runter. Gut, wir müssen mal gucken, was da oben noch passiert, ne? Bin ein bisschen aufgeregt. Nehmen wir den Vordereingang oder den Hintereingang? Hier sind 3 Milliarden Ratten. Das ist sehr uncool. Da ist auf jeden Fall nochmal so ein Feuer, wie ich sehe. Dann lass uns mal lieber hier unten längs gehen. Hier wäre ein Leuchtfeuer auch nicht schlecht. Shit, ey. Der hat aber gut was gemacht bei uns. Wir hatten auch gleich wegpulverisieren. Nein! Diese Ratten sind auch verdammt schnell. Warum immer Ratte, ja? Warum immer Ratte? Freue mich auch. Hier kann auch jemand mal ein Feuer anmachen. Das ist ein ganz schön großes Gebiet hier, ne? Na gut. Aber was soll's. Oh, da kommt der von da oben, der Assi. Da oben ist ein anderer Typ.
Nein! Oh, Mann. Ratten, ne? Ratten ist das Schlimmste. Welche Ratten bewegen sich auch so? Also ganz im Ernst. Keine. So, ich habe mal schnell einen Cut gemacht, damit wir, damit ihr direkt nicht alles miterleben müsst, sondern einfach von hier mit mir kämpfen könnt. Weil das andere ist ja einfach nervig. So. Ich hoffe, wir haben alle erwischt. Ich weiß es nicht. Wie gehen wir hier hinten hin? Liegt hier noch irgendwas Geheimnisvolles? Nein. Gut, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich nervt diese Ecke gerade. Ich bin jetzt schon ein paar Mal noch gestorben. Das habe ich euch jetzt erspart. Weil, ja, das braucht ihr ja nicht sehen, wie ich die ganze Zeit sterbe, ne? Ist auch ein bisschen langweilig für euch. So, da hinten sind noch ein paar Ratten, glaube ich. Deswegen auf die Ratten müssen wir echt aufpassen. Die sind mein Todesurteil. Also, wir könnten jetzt natürlich da drüben rübergehen. Das machen wir nicht. Wir gehen erstmal hier hin. Gucken, ob wir hier noch irgendwas erledigen können. Und dann gehen wir nachher noch hoch. Ein Leuchtfeuer wäre nicht schlecht nochmal, ne? Da, wie das zum Beispiel. Perfekt. So, verlorene Gnade entdeckt. Wir schlafen jetzt aber nicht hier. Wir machen uns jetzt nicht hier aus. Denn dann müssten wir auf dem Rückweg nachher alle die wieder ab killen. Das müssen wir natürlich jetzt nicht machen. Das ist ein bisschen Quatsch. Deswegen gehen wir direkt hier weiter. Horn-Talisman der Klarheit, okay. Das Ganze hier riecht auch wie eine Falle. Aber man kann hier was reinstecken. Habe ich sowas? Tatsächlich habe ich es nicht. Das ist die Frage, ob wir einfach mit dem hier runterfahren können wieder. Ich gucke nochmal hier, ob hier noch irgendwas liegt. Da unten ist auf jeden Fall... Warte mal kurz. Mit hier. Wir reiten nochmal ganz kurz außen rum hier und gucken, ob da noch was ist. Anscheinend nicht. Nee. Gut, dann geht's nochmal hier hoch. Hoffentlich können wir den Fahrstuhl benutzen. Vielleicht können wir den gar nicht benutzen, weil sonst eben so ein... Teil fehlt. Das kann natürlich gut sein. Ja. Funktioniert nicht, weil wir eben keinen Steinschwertschlüssel haben. Die Frage, ob man hier noch irgendwo einen bekommt. Probieren wir es doch mal da drüben. Boah. Das ist hier, wo ich meine. Da drüben, ne? Das holen wir nochmal. Da wir jetzt die ganzen gekillt haben, brauchen wir jetzt nicht alle nochmal killen. Und wir müssen vielleicht auch schon nur auf die Ratten aufpassen. Die Ratten könnten uns schon nerven. Beziehungsweise nicht nur schon. Ratten sind scheiße und nerven. Da ist auch eine fette Ratte da hinten. Das ist wie die Bossratte. Aber da müssen wir doch hin. Da müssen wir das Feuer entfachen, sehe ich gerade. Okay, lass uns einmal hier hin. Da oben ist ein goldener Baum. Hier ein Bogenschütze. Goldene Saat. Perfekt. Können wir uns noch ein weiteres Getränkchen gönnen.
Hier ist gar nichts. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas gewesen vielleicht. Aber ich könnte wirklich versuchen, von da mit dem Bogen zu schießen und die da wegzuflanken, oder? Und von hier treffe ich die wahrscheinlich nicht. Aber man sollte es mal probieren. Zumindest die fette Ratte. Okay. Die fette Ratte habe ich getroffen, aber die kommt eher zu mir jetzt. Keine Pfeile mehr. So mit den normalen Pfeilen weiter machen, haben wir auch nicht mehr so viele. Jetzt will sie es wissen, nee, doch nicht. Ach komm schon. Na komm, ich kriege ja noch ein fettes Viech. Okay. Gab jetzt nicht viel, aber so können wir die schon mal vielleicht einen nach dem anderen wegmachen. Oh. Na komm, wir versuchen die mal wegzubekommen. Nein, geh doch weg hier, du fettes Viech. Ah, wie dumm war das denn schon wieder von mir, ey. Ganz ehrlich. Ja, dann muss die Ratte auch noch wegholen da. Das sind zwei, ne? Okay. Ja, dann mit dem anderen Mann. Oh, das ist auch noch da. Mann, ich dachte, die wäre tot. Und den schleichen wir uns ran und dann entfachen wir diese blöde Pfanne hier noch. Ja. Irgendwo sammelt sich Kraft in den Überresten eines Horns. Okay, das könnte natürlich da hinten beim Drachen sein, im Hochhornland, wo wir, wo das ist da hinten, ne? Da müssen wir nochmal hin. Können wir hier noch, hier können wir gar nichts mehr machen, ne, oder? Da ging es ja nirgendwo rein und noch raus, ne. Also war es das hier.
Dann können wir doch theoretisch. Hier ist Hornhochland und da können wir uns doch hin beamen. Ich weiß nicht, ob es da ist, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Und zwar da oben. Lass mal gucken, ob das stimmt, was ich mir da jetzt vorstelle. Weiß nicht, wenn die Flamme auch schon voran. Gehörnte Überreste berühren. Mal gucken, was passiert. Scheiße. Ein Bosskampf. Damit habe ich jetzt nicht. Ah, nee, schon gerechnet irgendwie auf irgendeine Art, aber irgendwie auch nicht. Hier ist Marika-Statue. Ach Mann. Damit habe ich so ein bisschen gerechnet, aber nicht so viel. Och, Kacke. Was ist er denn? Oh, das ist so ein Hirsch. Sieht aber cool aus. Okay, ein bisschen hart. Oh, Backkick. Dieses Ding. Okay. Muss ein bisschen nicht herankommen, sonst wäre das nichts mit dem. Okay. Oh nein. Oh, wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Ahnen-Jünger-Asche. Und wir haben es auch gleich beim ersten Mal geschafft. Das muss man einfach mal. Oh, das muss man auch mal würdigen, ne? Und einfach mal auf die Schulter klopfen.
Krass. Dafür haben wir auch unser ganzes Leben verbraucht. Aber naja. Dafür sind die ja da, ne? Gibt's hier noch irgendwas? Wollen wir lieber einmal im Kreis rumlaufen, gucken, ob wir irgendwas finden. Ah, das Ding sah richtig cool aus, Freunde. Ja, das war ein richtig geiler Boss. Also, vom Ding her. Der hat geschockt. Was gibt denn? Die sind einfach nur riesig, ist einfach nur super weitläufig hier drinne. Alter, da vorne, da kommen wir schon, da ist das Ding, im Mittelding, da kommen wir schon wieder zurück. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mal gespannt, was uns alles noch so erwarten wird. Aber jetzt haben wir das ja geschafft hier. Kann man den nochmal machen? Das wollen wir natürlich nicht. Denn wir haben ja auch, wenn man guckt, überhaupt kein Leben mehr. Aber ich glaube, wir haben hier unten alles geschafft, oder? Wir haben diesen Boss da oben gekillt und wir haben hier unten alles gekillt. Was es zu killen gibt eigentlich. Rüberreiten. Wenn wir schon hier sind, machen wir gleich mal eine neue Flasche. Ach, mir fehlt noch ein bisschen goldene Saat. Heilige Träne haben wir auch nicht mehr, okay. Gut. Aber wie gesagt, wir haben hier alles geschafft. Das heißt, wir können wieder in die Oberfläche. Das Portal würde ich mal gerne benutzen. Denn das ist das für den... Wir fahren mal zu der Kirche. Aber ich glaube, für uns war es das heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Tschüss.